Dann darf ich als dritten Redner Jakob Mix begrüßen. Er geht jetzt zurück zum GeoServer, diesmal fertig eingerichtet, in einer Applikation eingebettet. So, vielen Dank. Ja, willkommen. Ich stelle euch heute das Projekt Malawi Atlas vor. Das ist eine recht klassische WebGIS-Applikation. Der Source Code ist auch offen, zeige ich nach den Link. Und es ist eine Kooperation mit ZGIS, wo ich arbeite, den Hilfsorganisationen COPI und Concern Worldwide. Und das Projekt, das gab es schon 5 Jahre vorher und wir haben das jetzt eben neu aufgesetzt. Ich werde jetzt einen Überblick geben, welche Technologien wir benutzt haben und am Schluss auch noch einen kurzen Ausblick geben, welche alternativen Technologien möglich gewesen wären. Kurz zu mir. Genau, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZGIS in Salzburg, Fachbereich für Geoinformatik. Ich bin hauptsächlich der Programmierer bei uns in der Arbeitsgruppe und mache eben die ganzen geoinformatischen Fragestellungen, die eben anfallen. Zusätzlich organisiere ich auch noch das Meetup MapTime Salzburg, was wir heute noch vorstellen werden. Und sonst, wie gesagt, ich mache alles, was mit Open Source Geoinformatik zu tun hat. Dann kurz zum... Genau, kurz zum ZGIS. Also wir sind eben ein Fachbereich an der Universität Salzburg. Es gibt 18.000 Studierende, 3.000 Mitarbeiter und ZGIS ist sehr stark drittmittelfinanziert. Wir bieten einen Master der angewandten Geoinformatik an. Es gibt etwa 35 Studierende jährlich und wir haben auch ein sehr großes PhD-Programm mit etwa 45 Doktoranden. Es gibt 7 Arbeitsgruppen. Ich bin in der Arbeitsgruppe GI Science Lab und das Projekt Malawi Atlas war in Kooperation mit der Arbeitsgruppe Integrated Spatial Indicators. Genau, erstmal zum Vergleich 2014 und 2019 von der Oberfläche hat sich jetzt nicht sonderlich viel geändert. Vielleicht links ist alles noch ein bisschen mit durchsichtig und lauter Windows, die so rumfliegen und rechts alles ein bisschen kompakter, aber das ist eigentlich gar nicht so der große Punkt, sondern es geht eher darum, was im Hintergrund passiert ist und wie sich der Source Code geändert hat, weil es war in der ersten Version war es im Prinzip ein paar lange JavaScript-Files, wo alles auch hervorragend funktioniert hat und jetzt haben wir das alles ein bisschen komponentenbasierter gemacht, sodass wirklich jeder Teil der Webseite eine eigene JavaScript-Datei ist. Können wir kurz hinschauen. Genau, also hier ist der Source Code. Könnte ich, genau, kann anschauen und jetzt nur als groben Überblick, wie das aussieht. Hier sind eben halt die sichtbaren Komponente und jedes Chart, das Layer, Feature-Info, die Map, die Sprint-Layout, alles hat seine eigene Klasse und kann theoretisch wiederverwendet werden und ist auch einigermaßen leicht zu maintainen dann. Genau. Dann gleich mal einen Überblick und zwar wie das aussieht. Es ist im Prinzip der Klassiker vom Open Source GIS, also wir haben eine PostGIS-Datenbank, wo die ganzen Vektordaten gespeichert sind. Dann im Filesystem liegen die Rasterdateien und alles wird eben vom GeoServer mittels WMS und WFS geteilt. Und die Webseite liegt im ganz normalen Apache Webserver und mit QGIS oder auch mit jedem anderen Client kann man eben auch diesen WMS und WFS direkt einbinden. Und jetzt zeige ich einfach mal, wie das aussieht. Genau, also hier ist im Malawi Atlas. Auf der linken Seite sieht man eben, die ganzen Layers sind insgesamt über 100 und die sind eben erstmal strukturiert nach Regionen, aber man kann sich hier auch vordefinierte Karten anschauen. Da wird dann gleich hingezoomt und genau, eben gezeigt. Man kann auf einzelne
Features klicken, kriegt dann links unten eine Info. Rechts ist eben die Legende. Noch ein anderes Beispiel. Genau, gleiche Region. Hier gibt es dann auch so Funktionen, dass wenn ich hier auf ein Polygon klicke, dann wird dann direkt aus den Daten von diesem einzelnen Feature, wird dann unten links ein Diagramm erzeugt, das quasi dynamisch gerechnet wird. Dann Funktionen, ich kann jetzt hier auf Malawi zoomen, dann die einzelnen Distrikte, genau, und die einzelnen Regionen. Was auch noch ganz nett ist, ich kann auch drucken. Jetzt tun wir nur einen schönen Ausschnitt suchen. Genau, da kann ich jetzt mir einen Titel wählen und Inhalt. Wird dann erstellt. Genau, normalerweise geht es ein bisschen flotter, wir warten einfach mal. Genau, und dann kann ich mir eben die Karte als PDF, ja, da kommt sie schon, und habe es dann wirklich zum Ausdrucken. Und genau, das wird dann auch mit einem GeoServer-Plugin gemacht, also im Anschluss zu dem allerersten Vortrag, da werde ich aber gleich noch drauf eingehen. Okay, dann, genau, jetzt haben wir noch eine Dokumentation gemacht, das ist mit Sphinx. Werde ich auch noch später erzählen, was es ist. Das ist einfach, man kann damit in Textdokumente eben genau reinschreiben, was dargestellt werden soll. Man kann GIFs einfügen und das kann man dann als eine Webseite erstellen, aber man kann es auch als PDF generieren. Okay, dann gleich nochmal ein bisschen ausführlicher die einzelnen Komponenten. Also wie gesagt, Postgres und PostGIS nehmen wir. Wir nutzen, also PostgreSQL ist eine sehr mächtige Software. Wir nutzen allerdings die relationalen Fähigkeiten nicht wirklich aus. Wir haben im Prinzip 100 Layer, die als einzelne Tabellen drin liegen und auch nicht miteinander verbunden sind. Genau, aber es ist auch für diesen Zweck absolut gut. Was wir aber gemacht haben, wir haben 7 PostGIS-Schemas, was im Prinzip auch nur Namespace sind, und zwar anhand der unterschiedlichen Regionen. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir die Tabellen einheitlich benennen, weil als ich das Projekt übernommen habe, waren es eben über 100 Tabellen, die sehr uneinheitlich benannt wurden, und da hat man sich irgendwann nicht mehr zurechtgefunden. Und da haben wir uns einfach ein Benennungsschema überlegt, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, jetzt sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist für unseren Anwendungsfall war es ganz praktisch. Also erst hatten wir ganz am Anfang eben das Schema, wo eben die Layer in der bestimmten Region drin liegen. Dann erst eine grobe Bezeichnung, dann die genaue Bezeichnung, dann die Quelle und ganz am Schluss das Jahr, dass man sich so halbwegs zurechtfindet. Dann genau, von GeoServer haben wir eben ausführlich Gebrauch gemacht. Also man kann damit eben die Vektordaten aus Postgres laden. Dann die Rasterdaten haben wir einfach ganz normal auf dem Server im Filesystem abgelegt. Und wir haben auch teilweise ziemlich große Rasterdaten, weil wir nämlich Befliegungen von Drohnen hatten. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man die Daten vorher etwas vorprozessiert und zum Beispiel Pyramiden rechnet, damit es viel performanter gelesen werden kann. Teilweise haben wir auch unsere Daten bei einem Service namens Open Aerial Map hochgeladen. Es ist ganz grob vergleichbar wie OpenStreetMap, eben nur für Rasterdaten. Da kann man seine Daten hochladen und die werden dann über WMTS zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Und was man machen kann, man kann dann einen Redirect machen, dass GeoServer sozusagen diese WMTS-Ressource liest und es dann so aussieht, als ob es vom eigenen GeoServer kommt. Genau. Dann das Styling haben wir mit SLD gemacht. Davor eben auch mit QGIS, also mit QGIS 3 kann man eben auch das meiste Styling vom QGIS als SLD exportieren und dann auch wieder einen GeoServer laden. Und da ist es auch enorm wichtig, dass man die SLD-Files, die dann immer zum jeweiligen Layer gehören, auch ordentlich benennt, weil da, als ich das Projekt zum Beispiel auch übernommen habe, waren auch die SLDs oft ganz anders benannt als wiederum die
Layer in PostGIS und auch wiederum anders benannt, als der Layer dann in GeoServer heißt. Und genau, nur als Botschaft, wenn ihr irgendwann viele Daten habt, macht euch frühzeitig Gedanken über ordentliche Benennung, weil das schlussendlich eben auszahlt. Genau. Noch ein Tipp für GeoServer, und zwar kann man einen externen Ordner angeben, in dem alle Daten liegen sollen. Und das macht absolut Sinn, weil wenn man den GeoServer updatet, dann bleibt der externe Ordner einfach an seinem Ort und GeoServer wird neu upgedatet. Und das macht eben das trennt eben die Programmlogik von den eigentlichen Daten. Genau, und wir haben eben noch mehrere Plugins benutzt. Einmal, man kann die, das habe ich jetzt vorher nicht gezeigt, aber man kann jeden einzelnen Layer auch exportieren. Und ich habe jetzt als Standard GeoPackage genommen. Also normalerweise, wenn man was exportiert, dann ist immer Shapefile, aber ich habe es bewusst nur GeoPackage angeboten und auch noch keine Rückfrage für Shapefile bekommen. Das ist ein kleiner Schritt eben, das langfristig eben das Shapefile abzulösen. Dann, genau. Druck ist eben ein eigenes Plugin und was ich vorher gezeigt habe, vielleicht habe ich es eh gerade noch offen. Genau, zum Beispiel diese Pie-Charts, oder die Kuchendiagramme, die werden auch direkt von GeoServer gerendert und das ist eben auch ein eigenes Plugin. Genau. Dann für die Webseite haben wir das Framework XJS genommen. Das ist ein hervorragendes Framework für den Anwendungsfall. Es hat eine Dual License, also wenn man den kompletten Source Code der Webseite auch Open Source macht, dann ist es unter der Lizenz GPL verfügbar. Ansonsten muss man sich das kaufen. Aber genau, wir haben eben die Open Source Version genommen und es ist gibt eine sehr starre Struktur vor, aber wenn man sich eben dieser Struktur eben anpasst, dann hat man ein recht leichtes Leben und ist eben gerade praktisch für sehr datenintensive Sachen. Zum Beispiel, ich kann es nochmal zeigen, was hier passiert bei Zoom. Das hier wird direkt aus von WFS, von dem GeoJSON gelesen. Und ich musste eben einen sogenannten X-Data Store definieren und ich habe eben halt diesen Data Store für die Regionen und für die Subregionen definiert. Und wenn ich das einmal gemacht habe, dann kann ich mir aus einer Vielzahl von Komponenten mir meine Web-Applikation zusammenstellen und habe dann relativ viel geschenkt bekommen. Also man muss sich eben nur einmal anpassen und dann ist es relativ leicht, seine Webseite quasi mit den vorgefertigten Komponenten quasi zu erweitern. Genau, zum Kartendarstellen haben wir Open Layers genommen und es gibt eine Library GeoX, die sozusagen die Schnittstelle zwischen XJS und Open Layers definiert. Und da, was es im Prinzip tut, ist die Open Layers eben in diese spezielle Struktur von XJS zu verbinden, zum Beispiel alle Layer, die eben in eine Karte angezeigt werden, werden dann als XJS Data Store genommen und genau, das macht eben das Leben sehr viel einfacher. Insgesamt haben wir die Web-Applikation, war damals auf Open Layers 2, mittlerweile ist es ja, wo ich das Projekt neu gemacht habe, war es Open Layers 4, mittlerweile ist es Open Layers 5 und bald kommt wieder Open Layers 6 raus. Und es war auch kurz die Idee, ob wir jetzt einfach die Web-App selber updaten, also einfach nur die Versionen ändern, aber der Sprung zwischen Open Layers 2 und Open Layers 3 ist sehr groß und deswegen ist es im Prinzip ein komplettes Rewrite geworden. Genau, dann man kann, wie gesagt, mit XJS kann man sehr leicht Diagramme machen. Wenn eben die Daten in diesem XData Store vorhanden sind, hat man eine Vielzahl von Diagrammen und mit vielen Darstellungsmöglichkeiten. Genau, kann man ganz leicht machen. Dann die Druckfunktion, die ich vorher gezeigt habe, die heißt GeoServer Print Plugin und ist im Prinzip basiert auf Mapfish Print in der Version 2 und funktioniert auch einwandfrei und recht flott. Das Einrichten ist nicht ganz trivial, aber ist im Prinzip auch möglich. Also muss man sich vielleicht mal einen halben Tag hinsetzen. Mittlerweile gibt es schon Mapfish 3, was ein komplettes Rewrite ist, mit Jasper Reports, aber das ist nicht in
GeoServer jetzt als Plugin direkt noch nichts drin. Aber wie gesagt, meine Erfahrung mit dem GeoServer Print Plugin ist einwandfrei, und wenn man so die bestehenden Möglichkeiten nimmt, dann hat man ein recht leichtes Leben. Und wie das erstellt wird, dieses PDF, man erstellt einfach im Client ein JSON, das eben definiert, welchen Ausschnitt genommen wird und welche Layer genommen werden, und dann schickt man dieses JSON an den Server und der Server schickt das PDF zurück. Also relativ simpel. Genau, nochmal die Dokumentation. Früher war die Dokumentation eben als nur als PDF, und es lesen wahrscheinlich nicht so viele Leute, und jetzt haben wir es eben auf Sphinx genommen, und Sphinx eben eine Dokumentations-Engine, der in ganz vielen Open-Source-Projekten, wie zum Beispiel auch QGIS, genommen wird und eine wirklich Vielzahl an verschiedenen Funktionen hat. Wir haben da eh nur die allereinfachsten Funktionen genommen, und man schreibt eben die Dokumentation in RST-Dateien, die ähnlich wie Markdown sind, ein bisschen weniger intuitiv, aber im Prinzip ist man auch recht schnell drin und hat eben halt den super Vorteil, dass man sofort, man kann die Dokumentation als Webseite eben publizieren, man gibt einen Befehl mit der Kommandozeile, die dann den Source Code der Webseite generiert, aber man kann auch genauso gut ein PDF draus erzeugen, und man kann, wenn man zum Beispiel neue Features einbaut, das dann direkt auch in die Dokumentation reinbauen und automatisch dann immer die aktuellste Version neu bauen. Also kann ich sehr weiterempfehlen. Was ein bisschen problematisch ist, also was auf jeden Fall geht, ist der Upload von Daten, aber es ist eben nicht super trivial. Wenn ich jetzt Daten uploaden will, dann nehmen wir das Beispiel von Vektordaten, dann muss ich erst die Vektordaten in die Postgres-Datenbank reinladen. Das kann man mit QGIS relativ einfach machen. Dann muss ich im GeoServer in der Admin-Oberfläche auswählen, dass ein Layer publiziert werden soll. Dann muss ich ein Styling, entweder bin ich mit dem Styling zufrieden oder ich muss das Styling eben nochmal separat mit SLD erzeugen oder mit QGIS vorprozessieren lassen und auch dem GeoServer wieder dann das Styling mitteilen. Und dann als schlussendlichen Schritt muss ich den neu publizierten Layer in der Web-App eben einfügen. Da haben wir eine JSON-Datei, wo alle Layer drinstehen. Und genau, also wie gesagt, kann man alles machen, man kann neue Layer einfügen, aber es ist nicht so einfach. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch gelernt auf der Konferenz, es gibt bei GeoServer ein Import-Plugin, wo man scheinbar relativ leicht Daten importieren kann. Gut, nur ganz kurz als Ausblick, was für Alternativen möglich gewesen wären. Das ist nur eine Infografik über Backend- und Frontend-Technologien, was möglich ist. Nur erstmal das Backend. Es gibt neben GeoServer eben auch noch QGIS-Server, Map-Server, Decree. Was speziell an QGIS-Server spannend ist, ist, dass man eben das Styling über die GUI machen kann, also über das Programm, und nicht in SLD exportieren und so weiter. Das ist ein Vorteil. Und man kann eben PDF-Karten auch im Print Composer von QGIS direkt erstellen. Das ist auch ein bisschen leichter. Genau. Metadaten haben wir jetzt zum Beispiel direkt in den Source Code reingeschrieben, was zwar pragmatisch ist und einwandfrei funktioniert, aber es wäre vielleicht schöner, wenn man das jetzt in Zukunft über den CSW-Service, also den Catalog-Service for Web, eben publiziert. Und noch als letzten Kommentar zum Frontend, also wir haben auch überlegt, was könnte man nehmen, dass man sich nicht alles selber bauen muss. Da gibt es eben schon viele vordefinierten Frameworks, wie zum Beispiel MapBender, MapStore, MapFish, GeoMoose. Und wir haben uns aber dafür entschieden, eben die alles selber zu bauen, weil wir eben ein paar Sachen, also wie zum Beispiel Diagrammerstellung, wirklich selber machen wollten. Aber prinzipiell kann man fürs Frontend auch einfach vordefinierte Lösungen nehmen. Und genau, wenn man will, kann man sich auch alles komplett selber bauen, wie wir es gemacht haben. Man nimmt sich ein Web-Framework, XJS haben wir genommen, aber heutzutage nimmt man oft Angular, React oder Vue und eine Map-Library und kann dann quasi nach Herzenslust alles einbauen, was man will, aber hat relativ viel Aufwand. Dann wäre ich soweit durch und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Besten Dank. Da gibt es sicher noch Fragen dazu.
noch nicht. Ja. Super Vortrag. Wie funktioniert das mit dem Diagramm? Ist das auf einem Canvas-Element oder ist das jetzt, also dieses Diagramm-Element, was ja bei XJS ist? Ja, also XJS bietet eben viele Komponenten an und es ist eben eine vordefinierte Diagramm-Komponente. Und genau, man kann im Prinzip dann einfach sagen, diese spezielle Komponente soll jetzt ein Diagramm sein und kann dann eben in dem JSON definieren, welche Daten genommen werden und wie die aussehen sollen. Und genau, also ist sehr Framework-spezifisch. Ja. Genau. Ist das an? Ja. Eine Frage zu dem Sphinx. Wenn ich es richtig verstanden habe, man hat also quasi eine Eingabedatei und kann dann die Ausgabeformate generieren. Ist das jetzt nur quasi statischer Text, den man da machen kann, oder könnte man da zum Beispiel auch dynamisch aus Inhalten der Datenbank jetzt irgendwie einen Bericht erstellen, der jetzt quasi textlich gefüllt wird mit an bestimmten Feldern mit Abfragen aus der Datenbank? Also ich glaube, prinzipiell kann man das machen. Ich weiß nur nicht, ob Sphinx dafür gebaut wurde. Also es ist halt wirklich für Dokumentation gedacht und jetzt nicht für Reporterstellung. Ich weiß nicht, wenn es jetzt um, also geht es um Reports von irgendwie Geodaten speziell? Ja genau, also wenn man das machen will, da gibt es eben Jasper, das ist eben eine Java-Lösung, in der man eben generell Reporte generieren kann. Und es gibt eben jetzt auch dieses Map für Sprint 3, baut eben auf diesem Jasper auf und da erweitert es eben sozusagen um Kartendokumente und wenn man, und da kann man auch wirklich sich ausgiebige Reports für aus den Geodaten generiert machen lassen. Haben wir jetzt noch nicht benutzt, aber genau, ist prinzipiell möglich. Noch eine kurze Frage zum Inhalt des Portals. Welche Desasterarten werden dort da überhaupt dargestellt? Das konnte ich von hier hinten nicht sehen. Und wie aktuell sind die Informationen? Ja, gute Frage. Also wie gesagt, ich habe es bewusst mich nicht auf den Inhalt fokussiert. Im Prinzip geht es um alle möglichen Naturgefahren wie Dürre, Überschwemmungen, Stürme. Genau, und das wurden eben in Kooperation mit den Entwicklungshelfern vor Ort, haben die das eben aufgezeichnet. Genau. Teilweise ein paar Jahre alt, teilweise aktueller. Aber genau, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe mich mit den Daten an sich jetzt nicht intensiv beschäftigt, das haben wir andere gemacht. Ich war der Techniker, der das alles implementiert hat. Ja, schon, ja, genau. Also wir führen jetzt noch ein Training durch mit den Leuten vor Ort, dass die eben auch ihre Daten hochladen können und das Ziel ist schon, dass es weitergeführt wird. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Sonst bedanke ich mich bei Jakob Miksch und ja, Dankeschön. Ja.